Maxi für Eingeschenk TV vom Flughafen in Turin. Ich werde das heutige Video mal mit meinem Telefon filmen, da es einfach weniger Aufmerksamkeit erregt hier am Flughafen. Und wir sind seit einigen Stunden hier. Es scheint so, als ob die Leute dieses Mal nicht durch die normalen Ankunftszonen ankommen und von den Autos abgeholt werden, sondern es scheint so, dass sie diesmal tatsächlich über einen Seitenausgang rausgelockt werden, wo die Journalisten einen abgesperrten Bereich bekommen haben, um von dort aus die Teilnehmer zu filmen. Damit tun wir uns erstmal nicht zufrieden geben. Das heißt, wir gucken schon noch, ob vielleicht noch ein paar Leute über den regulären Ausgang rauskommen und hoffen, dass wir danach doch noch dazu kommen, vielleicht den ein oder anderen Teilnehmer zu befragen, wie ihr es zum Beispiel aus dem letzten Jahr aus den USA gewohnt seid. Ich gehe jetzt mal zu der anderen Stelle, wo bereits die anderen Journalisten ein paar Aufnahmen bekommen. Also ich gehe zu dem Seiteneingang, wo man zwar keine Chance hat, die Leute zu befragen, aber vielleicht sieht man wenigstens mal jemanden rauskommen. Also keine zwei Minuten hier wurde ich soeben von der Polizei kontrolliert. Hinter mir seht ihr hier da, wo die Leute wahrscheinlich rauskommen. Und hier seht ihr den Journalistenbereich, den die Polizei hier errichtet hat. So, das ist der private Flughafen. Und gerade als wir hier mit dem Auto angefahren kamen, begegneten wir Thomas Enders und leider war keiner in der Lage, schnell genug sein Telefon zu zücken. Aber wir bleiben jetzt einfach noch ein bisschen hier und schauen, ob vielleicht noch jemand anders ankommt. Ja, nachdem wir uns jetzt entschieden haben, am privaten Flughafen noch ein bisschen zu bleiben, wurden jetzt erstmal unsere Pässe eingesammelt und die werden jetzt erstmal kontrolliert. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht doch noch nah rankommen, weil ja, hier scheint auf jeden Fall ein bisschen was zu passieren. Also es wurde uns tatsächlich erlaubt, hier auf den Parkplatz des privaten Flughafens zu kommen. Wir haben uns jetzt hier mal hinter diesen kleinen Zaun platziert und warten jetzt, ob vielleicht hier noch jemand rauskommt. Es haben sich jetzt einige der Bilderberg-Autos hier versammelt und wir hoffen, dass wir hier jetzt ein paar bekanntere Gesichter auf dem privaten Flughafen des Flughafen Turins zu Gesicht bekommen. We get one photo? One photo for the press. Please. Please do your picture. Anna. Can we get one photo, Prime Minister? One Anna, photo? What are your views on populism in Europe? One comment. One photo for the media. You got all the time. Mr. Roche, what are you doing here? One photo for the press. One comment. Quick statement, please. Give some transparency to the secretive meeting that makes people think the worst. Also das war's vom ersten Tag des Bilderberg-Treffens. Gut, dass wir dort am privaten Flughafen noch ein paar Gesichter einfangen konnten. Interessant war sicherlich vor allem die Premierministerin von Serbien. Und ja, wir gucken einfach, wie die nächsten Tage verlaufen. Es ist wie gesagt alles sehr weiträumig abgesperrt hier. Es wird schwierig sein, in die Nähe des Hotels zu kommen. Ja, wir schauen einfach mal, wie die Strategie die nächsten Tage aussehen wird und was wir erreichen können. Ansonsten freue ich mich persönlich dann wieder auf Sonntag. Mir macht der Flughafen trotz Anstrengung am meisten Spaß. Heute waren wir, ich glaube, gegen 39 da und haben gegen 18 Uhr, glaube ich, den Flughafen dann verlassen. Also wir waren recht lang dort. Und ja, ich denke, es hat sich am Ende doch noch gelohnt, ein paar der bekannteren Gesichter oder prominenteren Gesichter hier einzufangen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt weiter dran und wir sehen uns im nächsten Video.